Hallo, heute sind wir mal wieder mit dem LKW unterwegs und wir den heute Gemüsesaftmischung laden und wenn ihr wollt, können wir gern dabei sein. Los geht's! Ich habe jetzt hier meine Abfahrtskontrolle durchgeführt und alles drum und dran, alles gecheckt und was haben wir festgestellt, durch das, dass es lange Pfingstwochenende war, startet der LKW nicht mehr und wir haben jetzt mal ans Ladegerät nachgehängt. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt dann gleich wieder erledigt, dass wenn ich in 5 Minuten dran habe, dass es dann wieder losgehen kann. So ein Pech. Aber kann natürlich auch mal vorkommen, gell? Da steckst du leider nicht drin. So, LKW läuft wieder. Hab's jetzt circa 10 Minuten dran gehabt, das Ladegerät. Und jetzt zuckt das Ganze wieder. Jetzt kann's losgehen. Wie man sieht, die Aussicht von Löwenstein ins Tal ist doch einfach schön. Angeschlossen haben wir's. Die Gemüsesaftmischung läuft. Da hat er hier hat er Wasser durchgespült, bis die Gemüsemischung kommt. Und dann, sobald sie kommt, macht er den Hahn auf und dann saut es rein. Deswegen sieht es ja auch ein bisschen so aus. Das ist aber ganz normal, dass es so ist. Der Auflieger, der hat insgesamt 3 Deckel. 2 Deckel sind für die große 25.000 Liter Kammer und die eine ist für die 6.000 Liter Kammer und die füllen wir jetzt aber mit 4.000 Liter insgesamt. So, gerade abgestöpselt, riecht ein wenig nach rote Beete, tropft da noch ein wenig raus, da sieht man es noch ein wenig verteilt, das gute Material. Wird vorher noch mal ordentlich durchgespült. Wir stehen jetzt hier auf der Waage. Wir haben jetzt einmal die Gemüsemischung haben wir gekriegt. Einmal 18.000 Liter in die 25er Kammer und einmal 4.000 Liter in die 6.000 Liter Kammer. Das Ganze ist Demeterware. Und jetzt werde ich gerade gewogen im beladenen Zustand und dann kommt das Ganze zu seinem Bestimmungsort. Abladen tun wir die Demeterware wieder beim bekannten Safthersteller. Vielleicht kennt den jemand, schreibt es mal unter die Kommentare. Der Safthersteller, der macht sehr viel mit Demeter. Hier sind die Annahmestelle für die Demeter Äpfel. Da hat es hier mehrere Boxen und Kammern für die Annahme von den Demeter Äpfel oder auch Bio. Also, wir sind wieder auf dem Heimweg. Und jetzt wird wieder der LKW abgestellt auf dem Hof. Und das war's auch von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wer es noch nicht gemacht hat, ein Abo. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!